Liebe Imkerkolleginnen, liebe Imkerkollegen, liebe Imkerfreunde, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin der Heinrich Gritsch aus Silz in Tirol. Ich habe schon über 40 Jahre mich ganz intensiv mit den Bienen und der Imkerei beschäftigt. Beruflich war ich Volksschullehrer und jetzt bin ich seit 7 Jahren in Pension. Und ich habe schon im Jahre 2005 begonnen, mein erstes Imkerbuch zu schreiben. Das war das Buch Imkern im Gebirge. 2014 habe ich das dann nochmal neu überarbeitet. Und das Buch ist gleich am Anfang schon bei der ersten Präsentation bei der Apimondia, beim Weltimkerkongress mit der Goldmedaille als beste Neuerscheinung ausgezeichnet worden, was mich natürlich sehr gefreut hat. Heuer habe ich das Buch in der 7. Auflage wieder herausgegeben und natürlich auch entsprechend aktualisiert. 2 Jahre später, 2007, habe ich ein Fotobuch gemacht, das bei der Apimondia in Australien mit der Bronzemedaille ausgezeichnet worden ist. Jetzt in der Pension habe ich 3 Bücher geschrieben. Das erste Buch ist ein Zeitzeugenbuch von Zeitzeugen des Weltkrieges. Auch da sind die Bienen präsent, weil 5 von den 20 beschriebenen Personen sind Imkerfreunde von mir. Letztes Jahr war ich sehr fleißig, habe ich 2 Bücher geschrieben. Einen Roman, und zwar einen ganz spannenden Roman, über einen wilden Imkerfreund aus der Steiermark. Der hat ein ganz brutal wildes Leben geführt. Und das habe ich in dem Roman niedergeschrieben. Und das Buch möchte ich euch jetzt vorstellen. Das ist das neueste Buch. Ich bin öfters gefragt worden, ob ich nicht soll ein zweites Buch schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich nochmal ein Buch schreibe, dann muss ich die Imkerprobleme und die Bienenprobleme angehen, die es derzeit gibt. Das Insektensterben, das Artensterben, das Bienensterben, der Verlust an Blühflächen, der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft und von modernen Erntemaschinen. Und so habe ich mir gedacht, dann möchte ich das gerne so machen, dass ich mehr Leute ins Buch einbeziehe, Biologen, Fachleute und erfahrene Imker und auch Bienenwissenschaftler. Und so bin ich mit meinem Sohn, mit dem Hannes, weit herumgereist letztes Jahr im Sommer und habe viele Imkereien besucht und habe die Erfahrungen von diesen Imkern, die praktischen Erfahrungen, wie sie mit den Bienen umgehen, wie sie mit den Problemen zurechtkommen, aufgeschrieben. Im Folgenden zeige ich euch nun kurze Filmausschnitte von den 19 Imkerinnen und Imkern, die wir besucht haben und die sich kurz selber vorstellen. Ganz einfach, ich bin der Meier Ruppeiter, so kennen wir halt alle. Und die haben mal sagen, aha, unser Lehrer oder solche Späße. Ich bin da daheim in Niederndorf seit 1973, seit wir gebürtig von der Wildschönau. Und uns geht es recht gut, wir haben 4 Kinder. Das siebte Enkelkind ist jetzt gerade auf die Welt gekommen, habe ich gleich am Bienenkasten beschrieben mit Leo. Passt wunderbar. Jedes Kind hat einen Bienenstock, das gehört dazu. Aber nicht nur zum Schein, sondern das sind auch die Erlöse, gehören natürlich auch die Kinder. Man muss die Kinder motivieren. Also an der Imkerei fasziniert mich in erster Linie einfach, dass man selber ruhig wird, dass man was zum Beobachten hat und dass es nie gleich ist. Es ist immer was los. Und man hat da irgendwo so ein tolles Betätigungsfeld, wo man ständig auch was dazulernt. Und vor allem kriegt man ein gewisses Gefühl, glaube ich, was der Natur gut tut, was die Bienen brauchen. Das ist genau das, auch, was der Mensch braucht. Ja, ich bin der Franz Weingel. Ich komme aus der Südoststeiermark, also Weinbaugebiet, Ackerbau- und Weinbaugebiet mit Mischwäldern rundum und züchte da Bienen. Ja, wenn ich zu da die Bienenvölker komme, da geht es mir zeitweise nicht gut. Also das ist ein kurzer Schock, was ich habe. Aber es ist nicht so tragisch für mich, weil ich kenne das über Jahrzehnte hindurch, weil wir sind in einem Obstbaugebiet und da passiert das ab und zu hin und wieder, dass wir Totenfall haben. Also ganz schockierend tut mir das nicht, weil ich es gewohnt bin, wie das funktioniert. Und dann reagiere ich halt drauf auf das. Ne? Da muss ich dann
mit den Obstbauern ein bisschen ein Gespräch führen oder mit den Weinbauern, die was die Schäden anrichten. Und dann funktioniert es so einigermaßen. Jetzt geht es momentan sehr gut schon. Also ich habe gute Kontakte mit Obst- und Weinbauern und wir haben fast gar keine Schäden mehr. Mein Name ist Jochen Pilz, geboren 1948, also ein junger Inker. Und ich bin Obmann vom Landesverband, Burgenländischen Landesverband der Inker, ja, seit 4 Jahren. Wie geht es mir, wenn ich Völker verliere? Also das ist eben der Stress im Winter, jedes Jahr fast. Wie viele Völker überleben, wie viel verlierst du? Seit 2009, seit bei uns die Neonics zugelassen sind, die sind 2009 gekommen, habe ich Erfahrung gemacht, in einem Standort, da sind die Völker im August, vorne waren viele tote Bienen im Gras drinnen. Was ist das? Untersucht, eigentlich nichts gefunden oder nichts finden wollen und so weiter. Und das ist ein Horror, ja. Und das waren dann, hat mir ein Bauer gesagt, das sind die Neonicotinoide, es gibt ein neues Spritzmittel und das ist höchst giftig. Ja, mein Name ist Josef Wurz. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben in der Imkerei verbracht. Ich war also 41 Jahre in der Imkerschule, in der Steirischen Imkerschule in Graz. Habe sie 31 Jahre geleitet davon und habe sozusagen vom Beginn als Lehrling bis zur Pensionierung war meine Dienststelle die Steirische Imkerschule. Nicht? Beruflich habe ich zusätzlich noch eine Imkerei zu Hause, das ist ein Zuerwerbsbetrieb, nicht? Mit ca. 200 Bienenvölker. Wir imken in der Oststeiermark, wandern aber mit den Bienenvölkern praktisch in andere Bundesländer, speziell Burgenland, Niederösterreich und innerhalb der Steiermark auch. Nicht? Wir sind also sehr viel unterwegs, wir wandern bis zu 4-mal mit dem gleichen Bienenvolk. Das heißt, das beginnt mit Raps, Burgenland, Akazie, auch Burgenland oder Niederösterreich, dann fahren wir mit den Bienen in den Wald und wenn sie sich zeitlich noch ausgeht, speziell auch Varroa-mäßig, fahren wir noch einmal nach Niederösterreich in die Sonnenblume. Ich bin der Hans Rendsberger, wohne da in Zell-am-Most, das ist ein südwestliches Hausruckviertel von Oberösterreich, so auf einer Höhe von 600 Meter sind wir da circa. Unsere Bienen stehen weiter oben, so zwischen 700 und 800 Meter entlang der Vöckler, der da in unserem Wald oben ganz ein kleiner Fluss noch ist. Ne? Ja, und das Wesentliche bei uns ist das, dass wir eine sogenannte Bio-Heuer-Region sind, was die Bienenhaltung anbelangt. Das heißt, es gibt kaum Ackerbau bei uns und dadurch ist grundsätzlich für die Bienen oder für die Produkte natürlich auch sehr vom Vorteil unserer Umgebung. Ja, mein Name ist Toni Reitinger, ich bin hier geboren in Zell an der Bram. Zell an der Bram, Kernland des Innviertels in einer Höhe von ca. 365 Meter über den Meeresspiegel. Imker selbstständig seit dem 10. Lebensjahr, umgehend, wie schon erwähnt, ab dem 5. Lebensjahr. Warum so stark hier Imkerei? Weil ich das Glück habe, rund um Biobetriebe mit insgesamt ca. 3000 Bäumen, Mostobstbäumen, wo keinerlei Pflanzenschutz diesbezüglich natürlich nötig ist, ist auch eine mögliche Haupttracht. Der zweite Trachtbereich sind vor allem Ahorn, Ahornblatt, das wie auch Ahornblüte. Und ab der Schleuderung Blüte, Blütenwald, geht es mit den Völkern in den sogenannten Kobernasserwald, der von hier ca. 40 Kilometer weg ist, in die Tanne. Grundsätzlich ist das Gebiet hier sehr bienenfreundlich, mit sehr vielen Pollen, mit einer Vielfalt an den verschiedensten Pflanzen, was letzten Endes wichtig ist. Denn mein Grundsatz ist ja generell, geht es der Biene gut, geht es den Menschen gut und umgekehrt, umso besser sind auch die Produkte. Ich bin die Elfriede Hagspiel aus Lingenau. Das ist im Bregenzer Wald. Wir imkern seit über 30 Jahren
Und bei uns ist die Hauptsache von Tracht der Waldhonig und alle paar Jahre Blütenhonig. Ich bin der Josef. Wir sind in unserem Bienenhaus, der steht auf 760 Meter Höhe. Am Platz, wo wir eigentlich sehr gern sind. Mir gefällt gut bei den Bienen, wenn ich einen Schwarm fangen darf. Ja, was mir am besten gefällt beim Imkern, ich habe früher immer gemerkt, wenn ich unter Stress gestanden bin und ich habe Bienenvolk aufgemacht, dann war der Stress weg. Also es ist meines Erachtens das schönste Hobby, das man hier kann. Ich bin der Werner Bentele, Imker seit 34 Jahren, betreue also momentan eine Imkerei mit 120 Bienenvölkern. Wir imkern hier im Bregenzer Wald, mitten in den Bergen eigentlich, haben hier in den Bergen also eine Blüten- und eine Waldtracht und unseren Bienen geht es also hier im Tal sehr, sehr gut. Was fasziniert mich an der Arbeit der Bienen? Ich habe sehr früh begonnen zu imkern. Die Faszination war also mit 15 Jahren schon gegeben in mir. Und die Faszination zu den Bienen ist immer größer und größer geworden. Und da ist auch heute meine Imkerei in der Größenordnung. Ich lebe also mein Hobby sehr, sehr intensiv. Und die Faszination zu den Bienen, ja, zum einen kann man im Kopf komplett abschalten, wenn man von der Arbeit kommt. Und man ist sehr, sehr nah mit der Natur verbunden. Und wahrscheinlich diese enge Naturverbundenheit fasziniert mich auch bei den Bienen. Die Erfahrung bezüglich dem Bienensterben, das man ja, weltweit endlich hört. Wir selber kennen es auch im Bregenzer Wald. Es sind auch Imker hier im Tal, die ja, so alle zwei, drei Jahre ihre Bienen verlieren. Ich kenne es glücklicherweise in meinem eigenen Bienenstand nicht. Betreibt die Imkerei wahrscheinlich ein bisschen intensiver wie der eine oder andere Imker. Ich stelle mich jetzt kurz vor. Ich bin Günter Friedmann, bin 63 Jahre alt, seit 40 Jahren Imker. Und wir wohnen jetzt seit 1995 hier in Küpfendorf, ein kleiner Weiler mit 50 Einwohnern auf der Schwäbischen Alb. Um uns drumherum gibt es Landwirtschaft und viele Mischwälder. Und es gibt eigentlich kein Raps und auch kein Waldhonig, sondern so eine Art Sommertracht. Weißdorn, wunderbare Blütenwiesen und manchmal auch noch Linde Blatt gibt es noch mit dazu. Nichts Weltbewegendes, aber auch keine schlechte Bienengegend. Wenn ich zu den Bienen fahre, dann ist das natürlich für mich erstmal ein großes Glück, weil ich bin sehr froh, dass ich mit Tieren und insbesondere mit den Bienen arbeiten darf. Das gefällt mir ehrlich gesagt viel besser, als mit Menschen zu arbeiten, weil die Bienen sind ehrlich, das ist eine ganz klare Geschichte und es ist eine schöne Beziehung mit so einem Tier aufzubauen. Wenn ich dann zu den Bienen komme und manchen Bienenvölkern geht es nicht so gut oder ich habe Verluste, dann bin ich immer sehr traurig. Und eigentlich leide ich mit jedem Volk mit. Mir ist aber auch klar, der Tod gehört zum Leben mit dazu. Aber ich frage mich natürlich dann auch, welche Fehler habe ich gemacht? Weil aus dem, was man nicht positiv macht, kann man immer was lernen. Mein Name ist Hans Lausecker. Ich bin im Gmund am Tegernsee daheim. Wir stehen jetzt vor meinem Bienenstand in St. Quirin. Der Bienenstand, der steht auf einer Höhe von ca. 800 Meter. Ich habe jetzt seit 1956 beschäftige mich mit Bibina und gehe seit 1968 mit Olle Königin auf Belegstelle. Die Tracht rundherum, die beginnt im Frühjahr mit Löwenzahn. Oder zuerst sind Erlen, vorher sind noch Erlen und Haselnussen. Und dann kommt der Löwenzahn. Und nach dem Löwenzahn, also wenn man jetzt so rundherum schaut, sind sehr viele Lindenbaum, Ahorn, Linde, Tanne und Fichte. Das ist so die Tracht, was wir da so haben. Ich brauche starke Völker mit vielen, vielen Arbeitsbienen. Nur die bringen mir einen Honig. Alle anderen helfen mir nichts. Ja, ich bin der Sepp Grünwald aus Solbach Hinterglemm. Bin seit 62 Jahren in Solbach Hinterglemm. Auf der Seehöhe sind wir mit dem Heimbienenstand, wo wir da jetzt stehen. Auf der See von 1200 Meter. In so Tracht ist relativ spät dabei. Das erste ist Löwenzahn, haben wir wenig. Dann sind Ahorn, Himbeer und die Heidelbeer und Almrosen.
und ja, weiter, wenn der Wald, wenn die Temperatur passt, noch machen wir auch noch auf der Höhe einen Waldhonig, aber das ist nicht jedes Jahr. Ja, wenn ich sehe, wo Völker sterben, dann tun mir besonders leid, auch die Alten, aber die Jungen noch viel mehr, weil oft das fachliche Wissen fehlt. Und ich versuche halt, dass ich das weitergebe, wenn möglich, wenn sie es annehmen. Jedenfalls tut mir jeder Imker leid, der seine Völker verliert. Aber er soll es ja auch ändern und einen anderen Weg gehen, um das geht es. Ich bin die Anita Lautemann. Wir sind da in Moosburg, das ist in der Region Wörthersee in Kärnten. Wir sind da auf unserem Biohof, wo wir 20 Milchkühe haben und rund 100 Bienenvölker. Ja, ich bin Biologin von der Ausbildung her, habe dann eine Zeit lang im Umweltschutz und auf der Imkerschule in Kärnten gearbeitet und habe vor 19 Jahren meinen Mann geheiratet und seitdem bin ich eigentlich Vollerwerbsbäuerin. Tote Tiere, wurscht welcher Größe quasi, sind immer eine Tragödie sozusagen. Gerade bei den Bienenvölkern ist es halt schlimm, weil man sehr oft gar nicht weiß, warum die jetzt gestorben sind, ob das Pestizide waren oder ob die falsch behandelt worden sind oder die Königin aus irgendeinem Grund abgestorben ist und die Völker daran zugrunde gegangen sind. Und sehr häufig ist es bei mir halt auch der Fall, dass ich den Imkern dann das erklären soll. Jeder möchte eine Antwort haben, warum sind die Völker jetzt tot? Und sehr oft kann man das aber einfach überhaupt nicht mehr sagen. Meistens ist es die Varroa, sehr oft auch in Zusammenhang mit Viruserkrankungen oder mit Pestizidschäden. Also es gibt einfach viele Gründe, dass die Völker leider heute es nicht mehr so leicht haben. Ja, also ich bin der Weiler Peter Ball. Ich komme aus der Straße in Osttirol. Ich bin 55 Jahre alt und lebe in einer wunderschönen Gegend mit vielen verschiedenen Blüten und betreue mittlerweile ca. 60 bis 70 Bienenvölker. Mich fasziniert schon seit Kindheit an die Arbeit mit den Bienen. Angefangen hat, dass der Opa von mir mir einen Schwarm gegeben hat. Und dann hat er gesagt, wenn du den Schwarm weiterbringst, dann bekommst du die Bienen. Es ist ein wunderbares Bienenvolk geworden. Und seitdem hat mich eigentlich die Faszination für die Bienen nicht mehr losgelassen. Es ist alle Jahre wieder, weil es ins Frühjahr kommt, das ist etwas, was das ist fast wie ein Jungbrunnen für mich. Und ich mache die Arbeit nach wie vor wahnsinnig gern. Es geht natürlich einiges daneben auch und verdreust mich auch nachher wieder. Aber in Summe ist einfach das eine wunderschöne Tätigkeit. Ja, ich bin der Heinrich Guffler. Ich bin im Passaiertal geboren, 1947. Der Pater Remedius Girtler, auch unter dem Namen Biene Much, praktisch in Pension gegangen ist. Und dann hat man vom Südtiroler Imkerverband einen Nachfolger gesucht. Und 1968 bin ich dann in den Landesdienst an der Landwirtschaftlichen Schule in Dietenheim eingestiegen, in der bäuerlichen Berufsertichtung mit einem Hauptziel, die Südtiroler Imkerschaft fachlich zu betreuen. Neben dieser Tätigkeit, neben der Imkerei, war ich auch Lehrer an der Landwirtschaftsschule in Dietenheim. Ja, wenn ich zu einem abgestorbenen Bienenvolk hinkomme, zum Beispiel auch auf anderen Ständen, dann frage ich mich, ja, was ist da falsch gelaufen und so weiter, was sind denn da die Dinge gewesen? Und da stelle ich mir selber die Frage, was habe ich falsch gemacht? War es in meiner Beratungstätigkeit falsch? Hat er irgendetwas, er selber, der Imker, falsch gemacht? Geht er zu keiner Veranstaltung? Und ist er praktisch ein unwissender Imker, der praktisch ihm alles, wo alles ihm wurscht ist? Und ja, was kann ich den Imker zum Beispiel, oder was kann ich beitragen, dass das nicht mehr passiert? Was kann ich ihm beratend, wie kann ich ihm beratend zur Seite stehen? Was kann ich ihm helfen? Und um das Problem irgendwo zu lösen und so weiter. Sehr gut. Ja, ich bin der Schreiber Bernhard aus Obergurgl. Wir sind hier in Hintern-Etztal auf 1800
Metter ist mein Bienenstand. Die Hauptfrucht ist die Alpenrose, wobei im Frühjahr eben auch speziell die Krokusblüten und für die Bienen ganz wichtig sein. Anschließend ist der Lebenshahn und ein bisschen Wolf und Ruhe in der Umgebung, Himbeer und so weiter, und Preiselbeer. Also meine Bienen, glaube ich, jetzt hier in Obergurgl ganz gut. Ja, ich bin die Frau vom Baumhaus. Ich bin keine Öztalerin, die hat die Liebe daher getrieben. Ich bin der Seiler Reinhold, bin 66 Jahre, pensionierter Lehrer und habe seit 1978 Bienen, also mehr als 40 Jahre. Angefangen habe ich durch einen Vater, von dem habe ich 12 Schwärme gekriegt. Der hat ewig schon Bienen gehabt. Und mein Großvater, Urgroßvater, seit 1892 sei sie nicht mehr ausgestorben in der Familie. Und dann habe ich mit Hinterbehandler angefangen und bin eigentlich noch gerne dabei. Ich bin jetzt auf 1300 Meter Seehöhe und Hinterbehandler und eigentlich nicht wandern, weil es bei uns eher nicht notwendig ist, weil sie die Almrosen alles vom Bienenhaus aus der Lunge. Wir sind sicher in einer ganz begünstigten Gegend, durch das es unterpassend so eng ist und dass sie beide Talseiten abwenden können, die Bienen, haben wir eigentlich zuerst meistens auf der Sonnenseite, blüht die Almrose früher. Und dann merkt man genau, jetzt ist auf der Sonnenseite ziemlich fertig, jetzt fliegen sie mehr auf die Schattenseite. Aber durch das Talseng ist, da wirst du ein paar so Seitentäler, die Almrosen. Und das ist schon ziemlich die Haupttracht, würde ich sagen, bei uns. Und es gibt kein Jahr, wo man gar nichts haben, würde ich sagen. Mein Name ist Dietmar Nisner, ich komme aus Tirol. Lebe allerdings schon lange in Wien unten und bin begeisterter Imker. Ja, genau genommen sogar Bio-Imker. Meine Bienenstände befinden sich im Osten Österreichs, genau genommen in Wien und im nördlichen Waldviertel. Wenn ich den Standort Wien hernehme, dann habe ich dort Standorte in der Kleingartenanlage, am Waldrand, im Grünbereich des Wiener Praters oder auch ganz oben am Dach von einem Hotel. Die Waldviertlerbienen, die sind einfach draußen am Waldrand, wo sie einfach im Einfluss der dortigen Landwirtschaft, großteils Biolandwirtschaft eben sind und entsprechenden Honig bringen. Ich bin Martin Tettli, wohne hier in der Nordwestschweiz, in Dornach, und ich habe einen Betrieb mit 50 Bienenvölkern, Demeter im Kerei. Biene ist einfach ein spannendes Tier, weil das nicht ein Organismus ist, sondern aus vielen Teilen zusammengesetzt und letztlich dann gleich ein Tier. Es gibt immer wieder Bienenverlust und das macht immer weh. Und das gehört eigentlich zur Imkerei. Weil auch in der Natur gehen Bienenvölker verloren, in der Imkerei auch. Und da fragt man sich immer, was habe ich falsch gemacht. Ich unterrichte, ich gebe Grundkurse hier im Verein, bin auch Präsident von der Arbeitsgruppe Naturgemässe Imkerei. Und da haben wir eine Tagung jedes Jahr. Und ich gebe auch viele Vorträge und Kurse und bin auch an der Imkerschule, Imker mit eidgenössischem Fachausweis, da bin ich auch beteiligt. Ich bin der Fridolin Hess und bin von Luzern, aber bin jetzt auf 20 Jahre bin ich da und bin geheiratet, habe vier Kinder. Und wie viele Bienenvölker hast du? 20 Völker habe ich da und Bienen tue ich 40 Jahre jetzt, seit 40 Jahren, und das übernommen von der Mutter. Zwangshalber eigentlich nicht wollen. Und heute bin ich fasziniert von der Bienen. Also der Bienen fasziniert mich eigentlich, als sie sind selbstständig und machen, was sie wollen. Und so, wenn wir etwas machen und dann nicht passen, dann zeigen sie es. Also wenn sie es eingeht über den Winter und ich weiß warum und ich probiere es herauszufinden, dann sage ich mir, das ist die Natur, das tut mir eigentlich nicht weh. Was mir weh tut, und die ich einfach gar nicht mag, wenn man sie abschwefeln. Oder? Und,
und sie einfach selber töten oder ja, das machen sie nicht über den Winter und so. Für mich ist jedes Volk etwas wert, oder? Und wenn es auch noch so klein ist, man kann jedes überwintern. Oder? Ja, das Buch kann man bei mir direkt bestellen. Ich versende das Buch. Und wenn jemand wünscht, dass ich ihm das signiere und eine Widmung hineinschreibe, mache ich das sehr gerne. Wenn jemand noch genauere Informationen von dem Buch will, weil es ist dazu, ich will jetzt nicht zu viel reden, wenn jemand noch genauere Informationen will, findet er sie auf meiner Homepage www.tirolerhonig.at. Meine E-Mail-Adresse h_gritsch@gmx.at. Abschließend möchte ich ein Gedicht vortragen, das ich zu dem Thema geschrieben habe. Ausgeschwärmt, aus, leer, Tod, Trauer. Ausgeschwärmt, geschwärmt, geteilt, erneuert, Leben, Freude. Freude wünsche ich euch beim Lesen bei dem Buch und viel Freude auch weiterhin bei der Arbeit mit den Bienen.